Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Sag mal, Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Sag mal, Tom, seit Jahr und Tag kommst du zu mir und willst nichts anderes als ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Ich glaub, du solltest mal zum Herrn Doktor gehen. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Der Müller gab ihm eine Münze, die beiden verabschiedeten sich und Tom machte sich auf den Weg. Vielleicht hatte ja der Herr Doktor ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für ihn. So, was fehlt uns denn? Na, ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig fehlt mir. Das esse ich nämlich am liebsten. Erdbeermarmeladebrot mit Honig am Morgen, Erdbeermarmeladebrot mit Honig am Mittag, Erdbeermarmeladebrot mit Honig am Abend. Erdbeermarmeladebrot mit Honig, das ist das Allerbeste. Ich glaube, ich muss dich erstmal gründlich untersuchen. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. So, jetzt streck mal die Zunge raus und sagen ah. Ah, das erinnert mich daran, als ich noch ein ganz kleiner Junge war. Da habe ich auch immer ah gerufen, wenn Mama mir ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig vorbeigebracht hat. Die Zunge ist auf jeden Fall nicht belegt. Na, dann untersuch mal das Herz. Ha, das erinnert mich an unsere lustigen Spiele im Garten. Am Ende gab's dann als Belohnung immer ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich. Das Herz schlägt ganz regelmäßig. Nun gut, dann messen wir jetzt noch die Temperatur. Thermometer kenne ich. Einmal war es bei uns so heiß, dass wir alle in den kühlen Gurkenkeller gingen. Und weißt du, was meine liebe Mama uns vorbeibrachte? Erdbeermarmeladebrote mit Honig. Fieber hat der Patient auch keins. Aber jetzt interessiert's mich doch. Was ist denn so besonders an einem Erdbeermarmeladebrot mit Honig? Na, das versuche ich dir doch die ganze Zeit zu erklären. Hör doch mal zu. Als erstes gehe ich gern und gar nicht auf Befehl zu meinem Freund, dem Müller. Der hat gutes Mehl. Brauche ich Wasser, hilft mir Mama aus der Not. Und aus dem Mehl- und Wasserteig backe ich mir knuspriges Brot. Die besten Erdbeeren finde ich bei der Erdbeermaus. Das Krokodil macht lecker Marmelade draus. Und die Bienen bringen's fertig, dass mein Herz laut lacht, wenn ich sehe, wie man aus Nektar goldenen Honig macht. Oh. All dies macht Spaß und ist immer wieder schön. Drum werde ich diesen Weg auch immer wieder gehen. Denn wo immer es sein mag, da wohne ich. Beim Erdbeermarmeladebrot, beim Erdbeermarmeladebrot, beim Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und? Was denkst du? Was fehlt uns denn jetzt? Gar nichts. Weil ich uns nämlich eins besorgt habe. Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Hurra! Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig! Vielen Dank! Und so hatte Tom schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte so gut, als wär's ein ganzes gewesen. Er verbrachte noch den ganzen Tag auf der Couch vom Herrn Doktor und war wunschlos glücklich. Thank you.